Moin ihr Lieben. Ja, heute ist so ein Video, Kleinigkeiten, ne? Dies und das, alle möglichen Sachen, die hier liegen geblieben sind oder Sachen, wo ich noch nicht weitergekommen bin, die fertig gemacht werden müssen. Auch sowas passiert in der Werkstatt, auch sowas muss gemacht werden, ne? Ja, ich habe ja neulich das Video gezeigt, wie wir den Schrank hier gebaut haben, dass hier dann nicht das CD-Regal hinkommt, was vorher da war. Da habe ich dann hier meinen CD-Kasten, meinen ehemaligen CD-Kasten hier hingefahren. Da steht der, sieht der jetzt sehr, sehr gut aus. So, aber hier will ich eigentlich die Fläche frei haben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch irgendwo noch so ein Regal, ne? So ein Boden mit so. Das habe ich gefunden. Das zeige ich euch mal. So, da ist dieses Ding hier. Ich weiß gar nicht, könnte von Ikea sein. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. So, das ist natürlich viel zu breit. Und habe ich hier gemessen, das ist ein 80er. 60 würde hinpassen. So, und ja, da säge ich das Ding einfach auf 60 ab. Vorher abmontieren, auf 60 absägen und dann da dran machen. Geht ruckzuck. Das mache ich jetzt mal eben. Wird mit Madenschrauben gehalten. Ich glaube, so heißen die Dinger. Und da werden wir noch mal hier in meine umgebaute Uhr reingucken. Ich denke mal, mit 3 komme ich zurecht. Ja. So. Jo. Steht jetzt sogar noch Ikea. Okay, 40. Das heißt, Säge vorbereiten. 40. Ja, ich glaube, das werde ich mit dem Zollstock messen. Und nicht damit sägen, sondern mit dem Queranschlag. Habe ich denn gesagt 40 oder 60? 40 ist ein bisschen wenig. Ich glaube 60. 60. Ja, das reicht.
So. Ja, dann gucken wir mal. Unglaublich, ne? Ich halte da dran und das ist wirklich im Wasser, ne? Wie so der eine oder andere sagt, oder in der Waage. Gucken von der Höhe, wenn ich das da draufstellen will, ist das super. Ja, oder soll ich das hier mit gleich machen? Nee, ne? Nee. Zieht so. Einmal. Zweimal. Jo. Ja, hier ist die nächste Baustelle, ne? Die beiden Kisten waren ja, wo jetzt der Schrank steht, und dann war das CD-Regal da oben drauf. Ja, und jetzt habe ich die hier hingestellt. Da sind die viel besser die Position ist viel besser in diesem Fall. Und dann habe ich in der Garage ein Brett gefunden. Das musste ich wirklich nur rechts 5 cm absägen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das Brett doch ganz schön verzogen ist, ne? Und ja, dann habe ich anstatt 4 Füße 3 Füße darunter geschraubt. Und jetzt passt das ganz genau. Und es wackelt nicht, es kibbelt nicht, ne? Also wie dafür gemacht. Ich habe schön die Kanten gefräst, alle gleich. Dann habe ich das schön eingeölt. Ja, und das ist jetzt hier eine schöne Ablage. Sieht richtig cool aus mit den blauen Schränken da drunter. Und wieder eine Kleinigkeit. Ruckzuck erledigt. Das habe ich vorige Tage gemacht. Wollte ich euch aber auch zeigen, ne? Ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, hier die Ecke. Da standen ja auch immer Sachen. Barhocker. Staubsauger, alle möglichen Sachen, die habe ich jetzt mal freigeräumt, weil ich brauchte ja jetzt einen Platz für das CD-Regal, was in der nächsten Werkstatt, also wo jetzt der Schrank mit den Zollstöcken steht, ne? Mit den Maßbändern, Meterstäben, wie auch immer. Ich sage immer noch Zollstock. So, und dann habe ich das freigeräumt und dann habe ich dieses Regal hier dran gemacht. Hier sind also die ganzen anderen CD-Regale. Hier habe ich noch genug Auslauf, wenn ich mal was Größeres sägen muss. War immer das Problem, dass wir hier nicht nach hinten gehen konnten. Das kann man jetzt. Und der Boden war hier ein bisschen schief. Dann habe ich das hier unterfüttert und habe das an der Wand festgeschraubt. Das sitzt bombig. Und hier habe ich jetzt wieder viel Platz und Stauraum für Dinge. Ich weiß noch gar nicht, was ich da reinstellen soll. Ich habe langsam, aber sicher habe ich wirklich so viel Platz an Schubladen, Regalen und so weiter, dass ich sagen kann, es reicht, ne? Aber wer weiß, ihr wisst ja, ich bin so ein Jäger und Sammler. Mal gucken, ne? Ja, das habe ich auch am Samstag gemacht mit Musikuntermalung und ein bisschen, ne? Ist manchmal auch ganz schön, aber ich wollte es euch wenigstens zeigen, ne? Okay, ja, next. Henry, wir haben Post gekriegt. Also, ich sag mal, im Grunde habe ich Post Du. gekriegt, aber da ist auch was für dich drin. Ne? Wow. Und das ist vom lieben Wolli. Wolfgang. Vom Wolfgang. So. Und der hat uns ein paar Sachen geschickt. Ach, hey. Ne? Hier sind übrigens seine Sachen drin, die nachher mitnehmen. Also hier waren hier war sowas drin, das ist zum Saubermachen oder so. Ne? Ja. Ne? 2 Stück und Trennscheiben. Ja. Ne? Aber das, was ganz wichtig ist, das hat er auch angekündigt, weil ich sehe das schon. Er hat nämlich gesagt. Das mit euren Gewindeschneidern, mit 1, 2, 3 verschiedenen, das ist Schnee von gestern. Es gibt heute viel schönere, moderne, wo du nur einen mitnehmen musst. Ja. Ne? So, und da hat er geschickt 1, 2, 3, 4 verschiedene Größen. Ich glaube, die kleinste fängt bei 6 an.
M5, genau. Ne? Also M5, ich denke mal M6, 10. Und jeweils 2, das heißt, ein Satz für dich, ein Satz für mich. Jetzt bin ich auch baff. Cool, ne? Ja. Also, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und dann hat er mir 2 Tage später eine Mail geschickt und hat mir einen Link geschickt und hat gesagt, das Ding ist optimal, wenn du Gewinde drehen möchtest. Und das habe ich direkt bestellt bei Amazon. So bin ich halt. Ne? Also, wenn so eine Empfehlung kommt von einem Abonnenten, manchmal kann man ja auch sagen, ja, ne? Ja. So, und das ist dieses Teil hier. Ja. Kennst du das? Ja, hab 2 von. Hast du 2 von? Ja. Siehst du. Ja. So, weil er sagt, das wäre super praktisch. Ist es auch. Hier kann man ja einstellen, ja, rechts rum, links rum. Ne? Und dann geht das ja wie eine Ratsche. Ja. Ne? Ja, das habe ich dazu bestellt, dass, wenn wir mal wieder ein Gewinde machen müssen, wir das vernünftig machen können. Ne? Wunderbar. Ja, dann mache ich gleich die 4 für dich ab und die nimmst du dann auch mit. Du hast ja schon ein paar Sachen zum Mitnehmen. Ne? Ja. Gut. Ich habe hier von der Firma Stanley aus England diese wunderschönen Beitel irgendwann mal geschenkt bekommen. Und ja, ich liebe die Dinger. Und die sind immer hier in der Kiste, kommen so gar nicht zur Geltung. Also, ich baue jetzt eine etwas andere Halterung. Ich habe sie nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Werden wir dann sehen. Ne? Ja. So, ich hole die mal raus. Das sind... Ah, das ist rund. Das kann ich gar nicht... Kann ich gar nicht hinstellen. Ja. Ja, und dieses Teil kann man hier rausnehmen. Das heißt, das kann ich eigentlich für meine Zwecke benutzen. So, jetzt brauche ich erstmal ein Holzteil. Ja, 23 cm. Mal 4 oder 5. Tja, und ich liebe ja sowas, ne? Restholzkiste, ne? Dieses Ding ist da noch über. Was habe ich gesagt? 4 oder 5? Das hat 4,4, 4,5 cm und ist 23,5. Ne? Ja, wie dafür gemacht. So, ich habe jetzt hier ungefähr die Mitte und die Tiefe habe ich angezeichnet mit dem Bleistift. So. Jetzt hat ja jeder Beitel hier den gleichen Durchmesser. Ne? Das sind ungefähr 20. So, ich versuche gerade mit meinen laienhaften Ideen das irgendwie hier so aufzuzeichnen, dass ich die Rundungen, die ich hier aus mit der Bohrmaschine rausmachen möchte, wo dann die Pinöppel rein sollen, an der richtigen Stelle sind. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es verkehrt ist und ich das ganze Ding nochmal machen muss. So, das sieht aber recht gleichmäßig aus. Schauen wir mal.
tonight, shutting it down so they can hold a memorial service for a rapper who shot dead. 21-year-old was found dead on his tour bus before a show at the Rock in Central Tucson last night. Authorities say Lil Peep could have possibly overdosed. So, ich bin jetzt sozusagen in den letzten Zügen in der Ecke. Ne? Ja, ich habe also echt überlegt, kommen hier auch noch Zollstöcke hin? Ja, nein. Ne? Im Moment habe ich sowieso nicht genug. Ich habe zwar noch einige, aber viele davon sind sehr, sehr alt und sind schon von der Schrift und von allem so blass, dass die natürlich jegliche Wirkung ja, nicht mehr erzielen, die ich erzielen wollte. So, und eigentlich passt das ja so ganz gut, aber ich habe dann zwei Sachen gefunden. Die hatte ich vorher auch schon an dem Schrank, und zwar in der Werkstatt im Keller, in dem anderen Haus. Und das finde ich, das passt eigentlich ganz gut hier hin. Und da mache ich jetzt mal einfach mit zwei Schräubkes hier fest. Number one. Ich liebe ja solche Sachen. Schon mit 16 habe ich schon solche Sachen gesammelt und habe mir in meinem Schlafzimmer eine Bar gebaut. Ne, mit allen möglichen kleinen Fläschchen Alkohol, habe aber gar keinen Alkohol getrunken. Ja, aber ich fand das einfach immer cool. So. Und jetzt kommen die Beitel da rein. So, hier unten in die Schale und oben
haftet das Magnet. Da kann also nichts passieren, dass die einfach rausfallen und irgendwelche Verletzungen. Das passiert nicht, ne? Zack. Zack. So, und ich habe das Bild hier hintergelassen. Bei mir gefällt das sehr gut, weil ich hänge an diesem Bild schon ein bisschen. Weil 1956, ja, ist der Jahrgang von dem alten Knochen, ne? Ja, ihr Lieben, das war's, ne? Ich habe mal wieder eine Kleinigkeit gemacht in meiner Werkstatt, die mir aber das Grinsen so richtig ins Gesicht zaubert, weil es mir einfach gut gefällt, ne? Und ich finde es gelungen. Natürlich, man kann das auch ohne dieses Bild dahinter machen. Man kann ein anderes Bild machen, was hochkant ist. Man kann, ja, im Grunde sind da ja keine Grenzen gesetzt, ne? So, endlich habe ich einen schönen Platz gefunden für meine Stechbeitel. Und die braucht der Helmi dann auch nicht mehr suchen, wenn er mal fragt, ne, wo sind denn die guten, ne? Weil die anderen habe ich ja da vorne hängen, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die kleinen Sachen, die kleinen Änderungen. Wenn ja, gerne einen Daumen hoch. Vielleicht will ja der eine oder andere das nachmachen. Das Teil war ja aus der Kiste von den Beitels hier, ne? Aber das selber zu machen, denke ich mal, kriegt auch jeder hin. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt mir gewogen. Bis dahin, euer Uli.